Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. So, wir sind ja hier stehen geblieben bei der Suche nach diesen ganzen Rissen von Elisabeths angeblicher Mutter. Ich würde sagen, wir gehen nochmal weiter, ne? Gucken, was uns hier erwartet. Sehr viel auf jeden Fall auch. Habe ich den jetzt erwischt? Oh ja, perfekt. Genau jetzt muss ich nachladen. Boom. Boom. Da hast du noch mehr. Wow. Nein. Das tust du nicht. Willst du mich verarschen? Das ist sehr nett. Vor allem jetzt, wo ich mit dem Chaffles in die Welt rumballer. Also jetzt aber hier. Okay, wo sind noch mehr? Wo seid ihr? Da warst du. Oh, das war's. Alle weggesniped. Sehr schön. Darf ich jetzt hier looten oder wie sieht's aus? Ich mach's jetzt einfach. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ganz viel Geld. Geld. Oh. Danke. Geld. Oh, was haben wir da? Waffen. Willst du das öffnen? Geld. Was öffnen? Was? Hä? Bitte. In die Richtung habe ich doch gar nicht geguckt. Sehr schön. Jetzt lass mal meine Dinger weg. Wegen so einem Scheiß. Back. Oh. Karabiner. Das nehme ich am liebsten mit. Was haben wir da drüben so? Oh. Was ist O? Schön, dass wir wieder ein paar Loks finden. Paar Loks. Zum Lockpicken. Lockpick. Hoppala. Was war jetzt das für ein Bug? Wieso bin ich denn da gerade so nach oben? Habt ihr es gesehen? Weiß ich ja nicht schon. Ich frag trotzdem. Ich weiß, keine Ahnung. Ich bin dumm. Die Fußspuren scheinen zum Tresor zu führen. Macht gar keinen Sinn zu fragen. Okay, sie will da lang, dann gehen wir da lang. Das ist meine Regel. Hallo. Okay. Oh. Oh, das gefällt mir. Sie geht einfach voraus. Hier ist etwas Geld. Cool. Okay. Oh, der. Das tut, glaube ich, weh. Haben sie sogar nach vorne geschleppt. Oha, jetzt finde ich aber viele. Der Arm. Booker, da. Auf dem Briefpapier ist eine Chiffre. Hudsons Schneiderei. Vielleicht ist dort das Codebuch. Ich werde mit Sicherheit nicht zu irgendeiner Schneiderei laufen, um dann wieder zurückzukommen. Geld. Jetzt werde ich aber ganz schön belohnt. Mit sehr viel Zeug. Bei Nahkampfschaden, Chance, Feinde näher zu verbrennen, nehmen wir mit, rüsten wir aber nicht aus. So, okay. Sind wir hier noch in die Tür? Da ist Elisabeth vorhin reingerannt. Ja gut, dann gibt es ja nur noch die andere Seite. Sehr schön. Na dann. 50%. Wie? 50% von allem, was die Leute verdienen, geht als Steuer an Comstock. Alter. Ich glaube, ich sollte auch Prophet werden. 50% ist halt zu viel. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Es ist einfach... Hallo. Zu viel. Okay, gehen wir erstmal dahin.
Wo bist du? Ah, da bist du. Okay. Wir haben aber keine Kampfmusik. Huh. Was ist, hm? Dass da Schließfächer sind. Huh. Ich sehe ihn! Hoppala. Ich weiß auch nicht, wo ich hin schieße. Willst du nicht schießen, hä? Wie er erst auf mich geschossen hat, nachdem... Haha! Nachdem ich auf ihn geschossen habe. Aber wo ist der Rabenmann? Wo ist der Rabenmann? Den habe ich noch nicht. Wo? Da war was offen. Hier, für die Kasse. Vielen lieben Dank. Kasse dankt. Okay, irgendwie kann ich immer hier seitlich die Dinger aufmachen. Warum? Ja, perfekt, da sind dann überall nichts drin. Perfekt, außer an einem einzigen. So, wo ist jetzt der Rabenmann? Der ist weg. Kann man hier irgendwas looten? Ist hier was? Nö. Oh. Perfekt. Hm. Ja, auch nicht. Der auch nicht. Okay. Aber noch ein Punkt. Da ist er wieder, der Rabenmann. Der Rabenmann, du machst mir keine Angst. Du bist komplett scheiße schwach. Also tu jetzt mal nicht so. Da ist der Riss. Ja, Rabenmann, ich werde dich so hart ignorieren gerade. Oh, jetzt habe ich es zu schnell gedrückt. Naja. So, dann... hier noch. Aber wo ist der Rabenmann? Warum düst er hier rum, aber kämpft nicht? So. Elizabeth, hilfst du mal? Eine Sekunde. Warum war das jetzt so leise? Geschafft. Lutris sagt, der Bastard sei nicht ihrem Schoß entsprungen, sondern das Produkt irgendeiner gottlosen Wissenschaft. Ich weiß nicht, was stimmt. Das Kind ist nicht göttlicher als ich. Was sagt das über die Sehergabe meines Gatten aus? Er fleht mich an zu schweigen. Aber ich kann ihm nur anbieten, ihm zu verzeihen. Aber wenn er bereut, muss er auch die Wahrheit sagen. Ich kann seine Lügen nicht mehr ertragen. Aha. Jetzt sind es auf einmal doch Lügen, oder was? Ich glaube, Lady Comstock wurde von ihrem Mann hin weggenudelt. Also sexuell auch, aber ich meinte jetzt gerade um die Ecke gebracht und so. Aha, da ist nichts. Da geht's nur mit Mühen hoch wahrscheinlich oder gar nicht. Ich habe hier nichts. Lohnt sich ja gar nicht, hier rumzulaufen. Sind wir hinten, oder? Sehr schön. Oh, ein Riesentresor. Und da fliegt Geld die ganze Zeit von links oben nach rechts unten. Ja, es ist ja mal... Sehr schön animiert auf jeden Fall. Da ist einer vom Kuckucksclan. Erstmal Zeit mit Neuladen. Jetzt rede ich ein bisschen. Hat das jetzt echt noch. Wo ist der hin? Naja. Und wenn ich diese Sabotage begehe, alle ihre Patente? Alle, Mr. Fink. Aber warum will der Prophet, dass die zwei. Auf den gleichen Grund, wieso Lady Comstock starb. Das Kind. Und warum soll ausgerechnet ich es tun? Nur Sie können es wie einen Unfall aussehen lassen. Okay. Der Erzengel
sagt mir, Columbia überlebt nur so lange, wie jemand von meinem Blut auf dem Thron sitzt. Aber Lady Comstock wird nicht schwanger. Ich habe getan, was ein Mann tun kann. Aber es kommt kein Kind. Ich habe Lutesse der Sache befragt. Aber selbst sie verweigert mir ihre Hilfe. Aha. Ui. Sie dreht wieder durch. Alter, ist das creepy. Geh weg von mir, ey, du Creep. Nerv mal nicht. Sehr schön, das habe ich gerade gebraucht. Puh. Mein Gott, ey, warum ist sie denn da oben? Ah, okay, das ist ja nicht kaputt. Nervt man nicht. So, geht doch. Will sie nochmal aufs Maul oder? Wie sieht's aus? Ich hab dich gefunden. Oh, schön. Aber hier waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Weil wir sind ja doch zu den Tresoren so. Okay. Muss ich hier wieder rumgucken? Oder waren wir hier schon nur anders rumgelaufen? Ich glaube, hier geht's einfach wieder raus. Ja, doch, dann. Ja, okay. Aber hier waren wir schon. Na dann. Tschüss, Bereich. Ich glaube, wir müssen nicht mehr hier sein. Ach, da lang. Wie oft muss ich jetzt noch gegen die Mutti kämpfen? Ach, jetzt sagt nicht, ich muss schon wieder den Füßchen folgen, ey. Zum Friedhof. Oder? Oh, jetzt kann sie auf einmal so schnell sprinten, oder was? Mit den Stöckelschuhen, so wie sich das anhört. Oha, sie will aber ganz schnell dahin. Oder will sie da rein? Die Schnauze. Nee, ich glaube, die wollte nicht hier hin. So, Elisabeth, lauf bitte dahin, wo wir hin müssen. Sehr nett. Und jetzt bleibt wieder stehen. Jetzt läuft sie wieder dahin. Finde ich immer sehr hilfreich, wenn sie läuft. Aber dann weiß ich ja, okay, dann schauen wir sie wirklich zum Friedhof, oder was? Weil sie ist gerade von sich aus nach links abgebogen. Ihr habt damit nichts zu tun. Ich glaube nicht, dass ich hier hin muss. Nein! Was soll ich denn machen? Nein. Nein. Bitte. Nicht wieder suchen. Oh, ich dachte, ich muss jetzt auch nur die drei Risse finden. Die habe ich alle drei gefunden. Warum soll ich schon wieder suchen gehen? Zumal ich nicht weiß, wo. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elisabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Ja, anscheinend muss ich in diese Richtung. Ach, soll ich zum Haus laufen oder was? Ach, jetzt kommt die Info, dass ich hier hin soll. Ja, perfekt.
Den würde ich früher gebrauchen. Comstocks Tor. Du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Okay. Na dann. Ah, noch mehr. Hoppala. Dankeschön. Oh mein Gott. Okay. Die ist fast tot. Bam. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Comstock benutzte mich, um dich zurückzuholen, aber ich holte eine Version, die meinem eigenen Bild von dir entsprungen war. Er gab vor, dich zu lieben, wie er es mit mir gemacht hatte. Ich bin nicht der Bastard deines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer als du. Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Das sind nicht mal Stimmungsschwankungen. Holy schmoly. Na dann, auf zu Comstocks Haus. Bam. Und ich glaube, jetzt sind wir schon im finalen Abschnitt vom Spiel. Oh. Kann man da oben hin oder was? Wenn ja, glaube ich, war ich da nie drin. Oder doch? Naja. Hoppala. Oh yeah. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld.
Ja, sie ist weg. Ich muss sie einholen. Gott, wie soll ich denn das machen? Ich glaube nicht, dass ich von hier oben einfach darüber jumpen kann. Oh, oder so. Hey, ja, ja. Ich lass nicht zu, dass du sie holst, hörst du? Gefiedertes Scheißvieh! Ich lasse nicht zu! Hoppala, wo bin ich denn jetzt? Schnee? Es ist Juli. Elizabeth, kannst du mich hören? Nehmen Sie Ihre Hände weg! Ist das? Manche träumen vom Mammon. Was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Man schenkte uns Eden. Wir machten ein Sodom daraus. Warum sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Jetzt wird's sehr, sehr interessant. Wann hat sie denn das alles gesagt? Oh je. Ich glaube, jetzt sind wir bei dem Viech, das uns nicht sehen und hören darf. Das da. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich glaube, das... Boah, war das ein Rätsel oder... Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, irgendwas musste man hier machen. Ich glaube, der darf mich auch gar nicht sehen oder erkennen, weil ich glaube, dann ist direkt Game Over. Oh, ich weiß es nicht mehr. Keine Sünde entgeht seinem Blick. Oder muss ich einfach nur schnell genug dahin? Aber wie man sieht, der da drüben. Ah ne, doch, jetzt hat er gerade gezuckt. Ach, oder die Leute wollen mich einfach alle umbringen. Und sind auch unsterblich gefühlt. Okay. Okay, die haben... Boah. Die machen alle gut Schaden, ey. Das war eigentlich auch nicht. Ja, okay, ey. Ich schieße halt nur noch daneben. Und die haben auch nichts zum Looten dabei. Super. 5 Schüsse habe ich noch. Ah, jetzt ist das Ding weg. Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese
Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Ja. Bitte. Bitte, wo sind wir hier? Bitte, bringen Sie mich wieder in Hilton. Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Und du hast es zerstört. Er ist nicht mein Vater. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Oh je. Wo wir schlafen, steht da. Oh, andere Seite. Ach nee, nicht schon wieder. Guckt der komplett rüber? Nee. Doch. Wo wir lügen. Okay. Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Möchtest du mit mir beten? Bitte tun mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Meine Kinder. Wir werden dich heilen. Ich will nicht krank. Ein Geist schon. Denn welchen Wert hat der Wille? Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Diese ewig lange Audio gerade, ey. Aber wenigstens hat man beides relativ gut verstanden, behaupte ich mal. Zumindest habe ich das gut verstehen können. Beides simultan. Oh, da kommt ein Kopf zu mir gerollt. Ist das nicht hier romantisch? Cool. Ich bin Dr. Pennyfuck, Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Wie viel Zeit sind denn jetzt vergangen, seitdem ich irgendwie anscheinend ohnmächtig war oder so? Oh, da ist er ja wieder. Was wollen sie auch noch umbringen? Okay. Ach, die anderen Sachen kann ich ja auch aus... Oh mein Gott, ich habe das voll vergessen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kann das nicht mehr benutzen. Genau, schießt euch gegenseitig kaputt. Nein, meiner verliert ja. Perfekt, jetzt ist beides kaputt. Moin. Ich habe halt nichts Großartiges. Ah, perfekt, das wollte erleben. Und jetzt habe ich auch noch keine Energie mehr. Ich lieb's komplett. Oh, Hauskopf. Schön. Und was erhielt der Herr als Gegenleistung? Oh, toll, 8 Schuss. Die Menschheit bezahlte mit falschen Wechseln. Und nur die Flut konnte die Schuld tilgen. Denn was ist Columbia anderes als eine Art... Was gibt es da?
Es ist Zeit, Trophel. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist es? Hoffnung. Okay. Schau mal, der Typ, der Kid gespielt hat, ist weggelaufen. Ah, eine Pistole. Ja, komm weg mit der Sniper. Pistole kann ich wenigstens irgendwas anfangen. Morgen ist ja deine Operation. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? Okay, the fuck? Die Comstock-Figur, Alter. Sind schon creepy Puppen. Hast du mich nicht gesehen? Ach so, der kann auch andere Dinger sehen. Ja. Ich könnte mich da auch einfach durchballern. Der guckt langsam im Kreis. Na gut. Beim ersten Mal war es langsam, beim zweiten Mal war der echt lame. Hoppala. Wo wir lernen. Na gut. Ganz viel Propaganda. Propaganda. Hoffes. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er. Bin ich hier richtig? Was war das? Achso, Schoßhund irgendwo. Da läuft gar kein Film, meine Audio. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott und immer mehr an Lutess. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Okay. Jetzt wird's aber heftig. Evidenze. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Okay, da ist ein Büro. Und da ist sonst nichts. Okay. Da ist der Schalter. Ja, und was macht der Schalter? Das Ding unzensieren. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte.
Das finde ich jetzt aber ein bisschen dramatisch, aber okay. So, Schalter. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Also darf ich jetzt wieder komplett den Weg zurück. Ja, war ja klar. Naja, dieses ganze Versteckspiel ging mir sowieso auf die Nerven. Ich muss da andere hin, da unten. Ich schieße in die Beine, er bleibt liegen, ey. Ey, dass ich die Pistole weggegeben habe, ne? So viel Munition und so stark eigentlich auch. Muss ich nur den Kopf greifen. Wo sind die Leute? Hier, Waffe weg. Alter! Ja. So. Nicht weglaufen. Kannst du auch machen, weglaufen oder was? So, wie war das? Noch weiter runter. Oh, wo kommst du her? Morgen kommt die Leine ab. Denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Elizabeth, halt durch! Was? Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Naja. Und wieso hat man der Synchronsprecherin gezwungen, solche Schreie zu machen, als würde sie gerade belästigt werden, also sexuell und so? Und da ist sie ja schon, oder nicht? Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth, ich verstehe nicht. Ich habe dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier, nimm meine Hand. Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. The fuck? Wo bin ich? Ich bin zurück. 1912. Bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Weiter oben. Wenn sie sich wehrt, setzt die Maschinen ein.
Comstock! Was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Nein, nicht zu spät. Aua. Ich muss da rein. Vielleicht, wenn ich diese Maschinen oben stoppe. Alter, wie viel manche Dinger auf einmal an Munition fressen. Kaum upgradet man Waffen, eh halten alle mehr aus. Wie das Spiel auch immer so random leiser wird. Sie ist nicht ihre Tochter! Weiter oben. Weg mit dem Strom. Mit nur einer Leitung können sie doch eigentlich nichts machen. So, andere Seite. Da ist schon den Kopf von Comstock, ey. Nervt mich nicht. Boom, boom, boom. Verdammt. Und jetzt den anderen Schmutz abmachen, ey. Oh, nice. Ein Tornado. Wieso hat sie das jetzt überlegt? It makes no sense to me. Geh hier in der Mitte irgendwie hoch. Mit dem Schloss dann. Schön, dass wir ganz viele Lockpicks gesammelt haben. Das ist super. So, wie komme ich jetzt so ein bisschen bei ihr rein? Einfach da, okay, perfekt. Da bin ich schon. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York. Wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab. Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Katzort sagt jetzt nichts mehr, ne? Wir holen uns jetzt erstmal die coolen Sachen, ey. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet. Nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Da. Verschlossen. Ich hoffe, Comstock hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Bitte. Dankeschön. Da wollte ich hin. Mehr Leben. Gut.
glaube, sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Na krass, ey. Jetzt bist du tot. Scheiße gelaufen. Kriegst du es auf, Elizabeth? Mal sehen, was ich tun kann. Bitteschön. Easy. So, ich würde sagen, jetzt geht's ins Finale, aber nicht in diesem Part, sondern erst im nächsten. Jetzt deswegen weiter in Ladescreen und dann... Das hat keinen Sinn. Bye, bye. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. The Hand of the Prophet. Die Hand of the Prophet. So, deswegen... Bis zum nächsten Mal, euer Guantanamo. Tschüssi.